einmal, bevor wir die Parade anschauen, zur Startnummer 4, Ghost Rider MC mit Markus Marx, zuletzt Zweiter in Berlin-Mariendorf. Genau, da hat Ghost Rider eine gute Leistung gezeigt. Ghost Rider hat sich Mitte der Überseite in Berlin-Mariendorf in die Außenspur orientiert, musste sozusagen durch die Todesspur, griff dann Peyton Manning an. Peyton Manning konnte im Endkampf nicht ganz gefährden, zog aber sehr, sehr gut durch. Zeigt den guten zweiten Platz in Berlin-Mariendorf. Die heutige Aufgabe ist insgesamt doch etwas schwerer. Ich glaube nicht, dass Ghost Rider hier den zweiten Platz wird bestätigen können. Ich schätze ihn hier so auf den Rängen 3 bis 5 ein. Ja. Die Parade. Vor der Parade die Quoten für den Einlauf 9, 6, 10 auf Sieg 3,80 Euro, die Plätze 1,80 Euro, 2,70 Euro, 2,90 Euro, Zweierwette 18,20 Euro, die Dreierwette 166,90 Euro. Achtes Rennen, der Preis von Laval, drittes Rennen der V7-Wette. Wir sehen die 1 Yes I Can Morgana Mellis, die 2 Amaxa und Silvia Raspe, die 3 Urengoy Lok Steffi Möller. Dann geht's weiter mit der 5 mit Georgies Joker Julia Holzschuh. Die 4 dann Ghost Rider MC Markus Marx. Innen daneben die 8 Jaria Petnik mit Johann Nils. Dann kommt die 9 Wizard Katharina Kramer. Die 7 Italian Dynamite mit Paul Kuhstreh. So ein Bild wünscht sich jeder Fahrer. Der Start zum 8. Rennen. Erster Ziel durchlaufen. An die Spitze des Feldes. Max will jetzt vorn. 16,9 der erste Abschnitt dahinter. Georgies Joker. Dritte Position hat unverändert Yes I Can. Dann geht es weiter mit Amaxa innen und außen. Dann Ghost Rider MC. Dann Urengoy Lok, Italian Dynamite innen. Wizard außen und schlusslich ist Jariel Bettner. Und hier geht es genau noch einmal um. Max hilft mit. An der Außenseite kommt jetzt Ghost Rider MC etwas näher. Liegt jetzt an der Seite von Yes I Can, die innen unterwegs ist. Dahinter Amaxa mit Urengoy Lok. Zweite Zwischenzeit 20,8. Eingangs zur Überseite weiterhin Maxwell vorn. Eine gute Länge bis zu Georgies Joker. Ghost Rider MC außen mit Urengoy Lok im Rücken. Yes I Can an der Innenseite. Dann Amaxa außen Wizard. Und dann die beiden letzten, das sind Italian Dynamite und Jariel Petnik. Vierter die 2 Amaxa mit Silvia Raspe, 5-6-2. Vierter dann die 1 Yes I Can. Fünfter die 3 Urengoy Lok und sechster die 7 Italian Dynamite. Die 7 1 16-9 von Georgies Joker, der am Ende leicht gewann mit 2,5 Längen. Die weiteren Abstände waren eine Länge, eine halbe Länge, eine und 2,5 Länge. Ja, aber du hast trotzdem, du hast ja.
Gespräch gehört bei unseren Experten, das ist die Generalprobe wohl für die Breeders Crown. Und wenn man von einer gelungenen Generalprobe sprechen kann, dann doch bitte jetzt, oder nicht? So, Bilder sind im Kasten. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Gregor sagte gerade was ganz Richtiges. Das erste Mal gewonnen unter dem Namen Holzschuh. Ja, ich hab auch im Vorfeld zu Holger gesagt, Siegchance räume ich ihm jetzt erstmal nicht ein, ich habe mich getäuscht, dafür muss ich mich natürlich jetzt erstmal entschuldigen. Er hat sich wirklich stark aus dem Rücken aus vom Wechsel. Ja, er hat ja auch eigentlich ganz andere Kapazitäten, wie man ja ganz spitze und die besten. Und ja, zu wünschen wäre es, aber es wird nicht wärmer in den nächsten Wochen. Herzlichen Glückwunsch, Gregor, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Bitte Ihren Applaus für Georgi Schoka, Julia und Schuh.